Wow. Ich muss erstmal aus der Gefahrenzone raus. Oh, hau, ha. Weg. So, einfach aufpassen. Wenn wir den Hubble weg losgeworden sind. Oder einfach sterben, weil der andere es auf mich abgesehen hatte. Das ist echt wieder ein Krampf, ey. Und wir haben wieder keinen anderen Spieler. Ja, entweder sind die meisten Leute zu sehr auf Koop, auf PvP, oder es sind halt nicht mehr wirklich viele Spieler, die da richtig Bock drauf haben. So, wieder dieselbe Taktik. Kurz hier reinrennen, die antaunten. Dass sie hier um die Ecke kommen. Wow. Ja, genau. Da sind die beiden schon mal weg. Ich kann mal kurz heilen. Als nächstes muss der weg. Das ging auch leicht. Und da ist wohl der beste Weg zum Runterfallen der hier. Weil wir von da aus gleich durchkommen. In das nächste Gebiet. Wenn die beiden uns hinterherkommen. Ja. Sehr gut. Und ganz ehrlich, weil ich es mir leisten kann mit den Pfeilen. So, mache ich das Vieh mal weg. Oh. Haben wir doch Freunde mitgebracht. Sag bloß, da ist noch einer. Ach, der Bogenschütze, aber der kommt nicht runter. Also ignorieren wir ihn. So, die beiden Dinger weg, dass die uns nicht Probleme machen. Ja, dafür ist der Wurm gut. Wow. Wow, dass mich das nicht getroffen hat. Weg mit dem Wurm. Oh, der Bogenschütze ist uns doch noch hier runter gefolgt. So. Einmal heilen.
Am besten zweimal heilen. So, da sind nämlich beide wieder voll. So, alles andere können wir ignorieren. Und dann hier durch. Seen einsammeln. Und dann erstmal abwarten. Und dann versuchen wir mal erst ihn loszuwerden, da er der nervigere ist. Genau. Hey, Havel hat sich verbuggt. Das ist auch gut. Au. Jetzt müssen wir warten, bis er es wieder hier hoch schafft. So, wenn wir den tot kriegen, dann ist es gut. Okay, Havel legt sich gerade. Ah! Da war ich jetzt im Stunlock. Mist. Mist, Mist, Mist. Also ja, die beste Taktik ist zuerst ihn loszuwerden, weil er ist einfach nur nervig. Havel als Nächsten. So, nächster Versuch. So, erstmal die beiden wieder rufen. Aber es klappt eigentlich ganz gut mit den beiden, wenn ich nicht selber ständig so unvorsichtig bin. So, selbe Taktik wie gerade eben. Die beiden anlocken und sich zurückziehen. Ich hatte doch mein Schild oben. Wieso ist der Angriff durchgegangen? Au. Okay. Dass ich mich gleich heilen muss, ist jetzt unpraktisch. Aber für irgendwas habe ich ja die ganzen Heilungen. So. Der kommt weg. Hier runter jumpen. Hier durchlaufen, ohne versteinert zu werden. Ah. Abwarten, dass André und der Alphys kommen. So, hier runter jumpen, gucken, was nachkommt. Kommt diesmal gar nichts nach. Das wäre sehr, sehr nett, wenn dann diesmal nichts nachkommen würde. Au. Nein, ich habe keine Lust, versteinert zu werden. Deswegen bleibe ich mal kurz hier stehen und lasse die Versteinerung abklingen. Kann ich nicht, weil ich von überall bespuckt werde. Genau, mach die Statue weg.
So. Der war weg. Und ja, mit den NPCs ist das meistens ein großes Chaos. So. So, einmal hochheilen. Na, am besten gleich nochmal hochheilen. Auf den Speer wechseln. Nicht versteinert werden. Und wieder zum Boss. Seelen. So, den einmal backstabben. Viel wichtiger ist der. Uah. Au. Oha, das hätte mich jetzt töten müssen eigentlich. Ah, jetzt habe ich nicht auf ihn geachtet. Jetzt war ich zu sehr mit Havel abgelenkt. Boah. Ja. Au. Ah, warum habe ich mich umgedreht? Willkommen bei Dark Souls. Der größte Feind ist ihre Steuerung. Welcome to Shulva, this is Jackass. Ein PC. Komm, nehmen wir den auch noch gleich mit. Wenn er sich rufen lässt, natürlich. Irgendwas ist schief gegangen. Na gut, versuchen wir es nochmal mit den beiden. So. Ja, Timeout. So. Das waren schon mal die zwei. Einmal heilen. Und dann hier runter. Und hier durch. Durch. Gucken, dass die beiden hinterherkommen. Haben sie was angelockt? Nein. Doch.